Polizeischutz wie bei einem Staatsbegräbnis. Berlin-Scholzplatz vor 2 Tagen. Mehr als 100 Trauergäste nehmen auf dem Friedhof der jüdischen Gemeinde Abschied von einem der größten Ikonenhändler Europas. Der renommierte Experte, geboren in Riga, im einstmals sowjetischen Lettland, war vor 20 Jahren nach Berlin gekommen, als Emigrant. Mit dem Verkauf von Ikonen verdiente er ein Vermögen. Afraham Gläser war am vergangenen Montag gegen 12.30 Uhr von seinem Sohn tot aufgefunden worden. Ermordet in seiner Galerie. Herr Gläser war nach unserem Ermittlungsstand am Tage der Tat, in den frühen Morgenstunden, so gegen 8 Uhr bereits, mit einer Person verabredet, die ihm, wie er anderen sagte, wertvolle Ikonen verkaufen wollte. Er muss auch schon vorher mit dieser Person Kontakt gehabt haben. Herr Gläser ist ein sehr vorsichtiger Mensch gewesen. Er hat seine Galerie entsprechend gesichert. Er muss also auch durch die in seinem Büro installierten Monitore gesehen haben, wer das Haus und auch die Galerie betritt. Und hat also von einer Warnung nach außen, die er durchaus machen konnte, nicht Gebrauch gemacht. Der 56-Jährige war von seinem Mörder regelrecht hingerichtet worden. Mit einem Kopfschuss aus nächster Nähe. An einen Raubmord will niemand so recht glauben. Zwar gelten seit jenem Morgen mehrere Kunstgegenstände als vermisst, doch Gerüchte über einen Anschlag der russischen Mafia machen die Runde. Kollegen haben Angst. Wer hat nicht Angst, dass ein zweiter Fall, ein zweiter Kollege ist im Ort? Ich möchte überhaupt nicht. Sie muss mich verstehen. Dass haben Sie jetzt seitdem besondere Sicherheitsmaßnahmen? Selbstverständlich, habe alles mache ich zu. Nicht jede lasse ich rein, Panzerglas, alles. Aber jetzt vorläufig, ich möchte gar nichts sagen. Sie muss mich verstehen, nur das. Am 3. Dezember 1993 war in einem Luxus-Apartment in diesem Haus in Berlin-Wilmersdorf ein Freund des Afraham Gläser ermordet aufgefunden worden. Auch er regelrecht exekutiert, aus nächster Nähe in den Kopf geschossen, mit einer Pistole Kaliber 7,65. Parallelen, die nach Ansicht der ermittelnden Beamten mehr als nur zufällig sind. Der Ermordete, Vitali Jaskowski, war für die Polizei kein Unbekannter. Der 55-Jährige, der mit Ikonen, Pelzen und Antiquitäten handelte, galt als dubiose Figur. Beim Berliner Hauptzollamt wusste man von Bestechungsversuchen in Russland. Er wollte sich von der Strafverfolgung freikaufen. Auch in Deutschland lag einiges gegen ihn vor. 5 Ermittlungsverfahren liefen gegen diese Person im Zusammenhang mit dem Verdacht der Steuerhinterziehung oder Steuerhehlerei, das heißt des Einfuhrschmuggels, oder der Hehlerei, wobei er der Hehler, der Schmuggelgut aufkauft, genauso bestraft wird wie derjenige, der selber einschmuggelt. Diese Verfahren haben sich durch den Tod erledigt. Gibt es eine Verbindung zwischen Herrn Lachowski und Herrn Gläser? Die Verbindung ist offensichtlich. Beide kannten sich persönlich. Beide waren sogar, wie wir wissen, befreundet. Herr Gläser ist sogar bei den Ermittlungen zuerst angefallenen Fall Lachowski als Zeuge, also als Auskunftsperson, von der Mordkommission befragt worden. Es gibt also durchaus Verbindungen, weil der Personenkreis der nach Berlin gekommenen Exilrussen sich durchaus untereinander kennt und auch Verbindungen zueinander hält, zumal wenn die Personen in einem und demselben Geschäft tätig sind. Ikonenhandel, ein Geschäft mit erheblichen Risiken. Die Einfuhr der religiösen Kunstwerke ist, solange die Schmuggler Einfuhrumsatzsteuer bezahlen, legal. Tun sie dies nicht, landen die heiligen Bilder in den Lagern der Zollbehörde. Das eigentlich Problematische am Handel mit Ikonen ist, dass schon seit 40 Jahren ein Ausfuhrverbot in Russland besteht. Das heißt, dass nahezu alle exportierten Ikonen Diebesgut sind. Zumindest die alten und wertvollen. Die sehr alte und schätzvolle Ikonen in ganz kleinen Dörfern finden. Und die Räuber wissen auch darüber. Und natürlich die kleinen Dörfer oder Dorfkirchen haben keine Möglichkeit, richtige Schutzinstallationen zu haben oder Schutzgeräte. So kann man sagen. Hauptbahnhof Frankfurt-Oder. Seit Jahrzehnten die klassische Durchgangsstation für Ikonen aus russischen Kirchen. Einfahrt eines Armeezuges aus Moskau. Endstation Wünsdorf, das Hauptquartier der GUS-Truppen in Deutschland. Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion hat sich die Gilde der Ikonenschmuggler erheblich gewandelt. Waren es früher hauptsächlich Diplomaten, überwiegend aus afrikanischen Staaten, so schmuggelt heute jeder, der irgendwie in Kontakt mit einem Gangstersyndikat ist.
Guten Tag, Deutsche Zollkontrolle. Ihr Pass bitte. Hallo. Passport bitte. Für die Produkte. Passport, was alles da? Zigarette. Die schlecht besoldeten Militärangehörigen gelten den Zöllnern generell als verdächtig. Die Züge sind durchgängig für den Schmuggel präpariert. Ikonen, so die Erfahrung, werden meist dutzendweise unter der Deckenverkleidung oder in anderen Hohlräumen transportiert. Ist in diesen Zügen keine Auffälligkeit oder Nichtauffälligkeit mehr zu beobachten, weil die so oft aufgemacht werden und wieder verschlossen werden, dass vieles gar nicht mehr zugemacht wird. Hier zum Beispiel ist gar keine Schraube mehr drin gewesen. Der hielt nur noch durch die Haken hier. Das war das. Das sind Schnellverschlüsse, die dann angebracht werden von bestimmten Leuten, die sich die Arbeit nicht machen wollen, das immer wieder auf und zu schaffen. Nach vierstündigem Aufenthalt im Grenzbahnhof Frankfurt-Oder darf der Zug weiterfahren. Die Ausbeute der Zöllner ist in dieser Nacht mager. Außer 110 emaillierten Schmuckkästlein für den Trödelmarkt gab es nichts, das illegal in die Bundesrepublik geschafft werden sollte. Die beschlagnahmten Güter erfolgreicherer Nächte lagern in der Asservatenkammer der Zollfahndung Frankfurt-Oder. Ikonen aller Preisklassen und Herkunftsgebiete. Die potenziellen Empfänger kannte man hier schon, als der Sozialismus noch real existierte. Es sind meistens Galerien hier, Raum Berlin, wo eben, naja, ich will keinen Namen nennen, aber wo eben doch hauptsächlich Russen hinterstehen, ehemalige Exil-Russen, die Galerien betreiben. Also sind immer dieselben, die gleichen Empfänger? Die Empfänger sind meistens die gleichen. Bei den 80er Jahren wurde ja durch den Zoll der ehemaligen DDR, wurde ja die Ikonenschmuggel entsprechend auch bearbeitet. Und da wurden entsprechende Informationen an die russischen Behörden gemacht, an die sowjetischen Behörden. Und das ist ja nun heute nicht mehr so. Und weil ein Abkommen zwischen Russland und Deutschland in Sachen Verfolgung von Ikonendiebstahl fehlt, regelt die Mafia ihre Geschäfte fast ungehindert auf ihre Art. An diesem See in der Nähe von Potsdam fand die Polizei im Juni 1991 eine mit Steinen beschwerte Leiche. Alexander Kamkin war erstochen worden, nachdem er Ikonen aus St. Petersburg nach Deutschland gebracht hatte. Eine Ikone soll nach Aussagen dieses Zeugen einen Wert von 15.000 D-Mark gehabt haben. Andere Zeugen sagen, dass die fünf Ikonen insgesamt einen Wert von 30.000 DM gehabt haben können. Herr Kamkin hatte sich auch mal gegenüber einem anderen Zeugen geäußert, dass er diese Ikonen auch schätzen lassen kann. Dazu wollte er irgendwie einen Händler oder eine Person kennen, die in West-Berlin wohnt, war mal in West-Berlin. Von dieser Person kennen wir nur den Vornamen Sergej. Doch einen Sergej konnte die Kripo in den Läden der West-Berliner Händler nicht ausfindig machen. Und auch Ikonen aus St. Petersburg waren niemandem ein Begriff. Die russische Mafia war in Berlin schon damals bestens verankert. Kaum Chancen für die Fahnder. Das ist alles eins. Sie können sie nicht mehr trennen. Sie können Waffen nicht mehr trennen von Ikonen. Ikonen nicht mehr von seltenen Ehren. Seltene Ehren nicht mehr von Zieraten. Zieraten nicht mehr von Horrorschaft. Alles, was Profit bringt, haben die Leute ihre Finger drauf. Mittlerweile verhandelt eine deutsch-russische Regierungskommission über eine mögliche Zusammenarbeit im Kampf gegen den Ikonenschmuggel. Der Mafia ist das vermutlich egal.